Wir begrüßen aus dem Hauptfeld Nottingham Forest und Japan University Football Association und auf dem oberen Spielfeld beste Young Boys und Bayer Leverkusen. Beide sind Spiele der Gruppe B. In der Gruppe H haben zuvor der HSV gegen den FC Basel mit 1:0 gewonnen und haben sich Rotherstein, Belgrad und Fulham 1:1 unentschieden getrennt. In der Gruppe A führt somit der HSV mit 6 Punkten vor Rotherstein, Belgrad mit 4, Fulham mit 1 Punkt und der FC Basel auf Rang 4 mit noch 0 Punkten. In den bisherigen Spielen der Gruppe B hat gestern Abend Nottingham Forest gegen Young Boys mit 2:0 gewonnen und Ufa gegen Bayer Leverkusen mit 2:1. Nottingham Forest führt in der Tabelle mit 3 Punkten vor der Japan University Football Association, ebenfalls mit 3 Punkten vor Bayer Leverkusen und den BSC Young Boys. Das Spiel BSC Young Boys gegen Bayer Leverkusen hat begonnen. Das Spiel Nottingham Forest gegen Japan University Football Association hat begonnen. Thank you.
Thank you.
Ja, von rechts! Rechts zu, rechts!
Fabius, komm wieder, Fabius, rück an! Thank you.
Im Spiel BSC Young Boys gegen Bayer Leverkusen steht es zur Halbzeit 0:0. Nach den ersten 30 Minuten steht es im Spiel Nottingham Forest gegen Japan University Football Association 0:0. Beide sind Spiele in der Gruppe B. Die weiteren Spiele der Vorrunde finden dann heute Nachmittag ab 16 Uhr statt. Fulham trifft auf den FC Basel und der HSV spielt gegen Roter Stern Belgrad. Ab 17.15 Uhr geht es dann weiter mit den Spielen in der Gruppe B. Bayer Leverkusen trifft auf Nottingham Forest und die Japan University Football Association auf den BSC Young Boys. Morgen beginnt das Turnier um 9.30 Uhr mit dem ersten Halbfinalspiel. Das Finalspiel wird dann um etwa 14.45 Uhr angepfiffen. In der spielfreien Zeit heute Nachmittag spielt im Festzelt die Band Atlas Zero aus Irland. Die Verpflegung hier beim internationalen U19-Turnier funktioniert über ein Bonsystem. Verpflegungsstände gibt es vor dem Clubhaus und beim Garderobengebäude.
Das Spiel BSC Young Boys gegen Bayer Leverkusen ist in der zweiten Halbzeit. Es steht 0:0. Zweiunddreißigste Spielminute, Young Boys geht gegen Bayer Leverkusen in Führung. Der Treffer erzielte der Spieler mit der Nummer 19, Joy Prince Sivatas. Neuer Spielstand, Young Boys 1, Bayer Leverkusen 0. Das Spiel Nottingham Forest gegen Japan University Football Association ist in der zweiten Halbzeit. Es steht 0:0.
36. Spielminute, Japan University Football Association geht gegen Nottingham Forest in Führung. Der Treffer erzielte der Spieler mit der Nummer 3, Reon Yamahara. Neuer Spielstand Nottingham Forest 0, Japan University Football Association 1. Im Anschluss an diese beiden Spiele findet die Mittagspause statt. Die nächsten Spiele sind dann ab 16 Uhr. Während der spielfreien Zeit spielt die Band Atlas Zero im Festzelt. Zudem sind die Verpflegungsstände offen. Die befinden sich vor dem Clubhaus und beim Garderobengebäude. Thank you.
43. Spielminute. Der SC Young Boys erhöht gegen Bayer Leverkusen auf 2:0. Der Treffer erzielt der Spieler mit der Nummer 20, Joel Ries. Thank you.
Thank you.
Der BSC Young Boys gewinnt gegen Bayer Leverkusen mit 2:0.